Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal bei Kochen mit uns. Kennt ihr das? Es klingelt an der Tür, irgendjemand kommt zu Besuch. Ihr habt aber nichts da, was wir anbieten könntet. Ruckzuck machen wir das jetzt. Ein Dörtchen mit dieser Schüssel und mit einem Stabumrührgerät. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr ist es nicht. Aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir machen erstmal das Kartönchen auf. So, diese Schüssel brauchen wir. Da ist noch eine drin. So, das machen wir weg. Die Schüssel brauchen wir nicht, die ist zu klein. Wir nehmen hier etwas größere. So, was machen wir jetzt hier für Zutaten rein? Und zwar, gute Frage, nächste Frage. Zweimal Sahnesteif, sahnefest. Ach, das ist schon. Man kann es ja lesen. Und in der Beschreibung steht es auf jeden Fall dann nochmal richtig drin. So. Einfach nein, das Zeug. Komm rein da. So, das ist alles. Scheint so. So, da haben wir hier zweimal Schlagsahne dran. Blub. Nicht kleckern, ich habe schon alles verschmutzt. Sehr schön. Blub. Dann machen wir dazu einen Zwiebelbecher. Blub. Nehmen wir hier so eine Mandarindose. Ach komm. So. Einmal komplett. Lecker, wa? So, und einmal nur die Mandarinen. Das heißt, Soße abschütten. Ich schütte jetzt einfach die Soße in den anderen Becher rein. So, Becher. Zack. So. Das könnt ihr dann natürlich trinken, wegschmeißen, wie ihr möchtet. Oder bietet es dem einfach an. Da hat er erstmal 2 Minuten was zu trinken. Und könnt dann sagen, das Essen kommt gleich. So, Deckel ab. Mandarinen rein. Fertig wird gleich unser Essen sein. So, hier haben wir noch Paradiescreme zweimal. Das nehmen wir auch noch mit. So. Auf die Hütte. Ignoriert einfach, was da hinten drauf steht mit Milch und Butter und Zucker und was weiß ich, was der Kram da alles drauf steht. Haut er zweimal rein. So. Und falls ihr meine Ehefrau zu Hause habt, der gerade nichts zu tun hat, der kann das Ganze nehmen, Deckel drauf, der muss auch zubleiben. Ich hoffe, dass er jetzt zubleibt, ansonsten ist der Top, das Ding nämlich scheiße. So, und jetzt, ich halte es ordentlich fest, und jetzt ordentlich schütteln. So, ihr hört es, es klappert nicht mehr. So, wir nehmen uns jetzt ein Blechlein. Nehmen wir uns den lustigen Tortenboden. Beim Aufwachen vorsichtig machen, nicht dass er kaputt geht. Wir können den Tortenboden zwar selber machen, aber ihr müsst ja bedenken, es klingelt, es steht noch jemand vor der Tür zum Klingeln. Achso, die Tüte wird schon abfangen. Die schmeckt nicht. Ja. So, das Ding haut man einfach hier drauf. Klatsch, tratsch. Nehmt das Zeug. So, jetzt nehmt ihr euer Stabumrührgerät, was ich vorhin noch nicht mit ein Bild hatte, ist schön. So, kratzt das einfach mal runter. Schmerzt das hier drauf. Klopf, klopf, jemand da? Nein, noch nicht. Warte noch eine Minute, bin gleich fertig. So, dann nehmt ihr einfach diesen ganzen Bamba-Zeug hier. So, und schüttet das einfach mal ordentlich hier. Truffi, jetzt ist noch was drin. Und verteilt das ein bisschen. Boah, es hätte glatt für 2 gereicht. Naja. Soll ja was Schnelles sein, ne? So. Ist das doch lecker. Also ich könnte sofort abbeißen. Sofort essen. Ein kleines Stück würde mir reichen, die Hälfte. So, kratzt man den Rest noch raus und ein bisschen Zement, Estrich, je nachdem, drauf gepappt und jetzt ist die Schmante. So,
würde sagen, Schüssel ist leer, ihr könnt jetzt die Tür aufmachen, da kann man was essen. Kaffee dauert natürlich jetzt länger, ne? Wie der durchgebrutzelt ist. Jo, so kratzt man das Ding noch schön aus. Entweder packt das jetzt noch mit drauf oder leckt jetzt einfach den Löffel ab und gut ist. So. Wie lange haben wir gebraucht? 30 Sekunden? Ja, so ist eine Art. So, da das Zeug klebt, werde ich das jetzt ablecken. Hm? Kaum mal essen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert diesen Kanal und reingehauen und weiterschauen. Schmecken lassen.